Mahlzeit, willkommen zurück zu Firewatch. Wir sind auf dem Weg zur Wapiti Station, um diesem ganzen Grauen hier vielleicht ein für alle Mal ein Ende zu bereiten. Ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet. So, hier ist doch richtig, ne? Ich glaube ja. Ich gucke gerade nochmal. Ne, hier bin ich nämlich nicht richtig. Beziehungsweise doch, ich kann jetzt gleich hier links theoretisch hoch. Hier. Und dann sind wir wieder auf dem Pfad, der uns zur Wapiti Station hoffentlich führen wird. Mal gucken, was da vor sich geht. Ja, hier sind wir schon. Hier ist der Zaun wieder. Und jetzt gucke ich mal, ob ich die Axt überhaupt dabei habe, aber ich denke wohl. I'm busting the gate down. There's nobody around and it's the quickest way. Gate meet X. Copy that. Ka-ching! So, jetzt bin ich mal gespannt. Oh. Ow. Na, nein. I got stung by a bee. Okay. Okay, I don't care. Is that it? Yeah. Did it hurt? Yes, kind of. Okay, I'm sorry. Die Lala weiß nichts mit dieser Information anzufangen. If you're trying to reach Dr. Simmons, he is on site from August 15th to October 15th. Government-owned equipment is under the purview of Cat Ferdinand. This is a controlled area and any issues, malfunctions and violations should be reported immediately. Alles klar. Ich würde die Axt jetzt vielleicht doch zur Sicherheit in der Hand halten, obwohl dieses Spiel ja auch kein gewalttätiges Spiel sein soll. Also es wurde irgendwo mal beworben mit, man muss niemanden töten und man wird nicht getötet und das ist alles ganz friedlich. Das ganz friedlich können wir, glaube ich, knicken, aber ich glaube nicht, dass ich irgendwen töten muss. For me. There is some serious comms equipment out here, wireless stuff. What do you mean? I'm talking a big 20-foot tall transmission tower. And they could probably listen to whoever the hell they want. They're nestled down in this valley, which makes it impossible for you or any lookout to see them. Aber was wollen Sie damit bezwecken? Das ist die große Frage. Es sieht alles sehr militärisch aus hier. And there is all sorts of contraptions and shit out here. Like what? Dishes and stuff on metal legs, there are wires all over the place. I don't know. I'm not really up on high tech. High tech. In den 80ern war das wahrscheinlich High Tech. This stuff looks expensive. Ich nehme mal das hier. The Army Corps of Engineers put our towers out here, so. You think it was the government? I have no idea. I just mean it's possible. I mean, every once in a while I'll meet a lookout who's deep into that, like, black helicopter conspiracy shit. Maybe they actually flew it out here in one of those. Also ich war mit Area 51 schon gar nicht so weit verkehrt. It's all gridded off. Who knows what else they're up to?
Es ist ein bisschen verdächtig, dass hier überhaupt keiner ist, finde ich. I'm in their main tent. What's it like? It's definitely some sort of monitoring station. Ich sehe zwei Betten. Nein, ich sehe drei Betten. Drei Betten, das würde heißen, ich habe bislang drei Leute gesehen, die zwei Teens und den komischen Typen. Jawohl, machen wir. Wave Receiver Instructions. I think I found the thing they used to track us. Holy shit! You know, you swear, like, a lot. Not the time, Hank. Anyway, it's called a wave receiver. Looks like it picks up anything that emits a signal. It's got basic orienteering capabilities, everything. Holy... Holy shit, Henry. Yeah, holy shit. Das sieht aus wie das, wie heißt es denn jetzt? Ich komme nicht auf den Namen von Ghostbusters. Ah, wie heißt es denn nochmal? Fuck, ich komme nicht drauf. Press N to use Wave Receiver. Okay. Aber erstmal will ich mich hier noch weiter umsehen. Ich bin hier anscheinend schon gar nicht so verkehrt. I should. Okay, this thing is losing its mind, beeping like crazy. I can hear it. What's it after? I don't know. I'm gonna go find out. Earthquake monitor. There's a box here with a dial. It has a needle, like it measures earthquakes. You mean like a lie detector? Yeah, I'm not sticking around to get hooked up to it. Okay. Shit. Got a map here that confirms they're tracking our people's movements. The map's got all sorts of paths and areas marked off on it. There are lines that look like some of the paths I normally take. Are you positive it's you? I'm not sure, but I think so. Okay, so there's a log here that tracks the movement of four distinct subjects. You and me? Ah, das Ding ist im Weg. Yeah, definitely me. And I suppose you too. What about the other two? I don't know. I have no idea. Maybe another couple that's out here? Do you have any ideas? Subject haben Nummer? Just you and me, Henry. Sind yeah, alles männliche. We'll talk this over and figure out how to get the hell out of here. Okay, es sind zwei männliche, ein Female, das wird Delilah sein. Und einmal ich. This place sleeps three. They've got a row of cots here. I should. Was? Lie Detector? I think this thing is responding to something in this pile of crap on the desk. Dig through it. In a black box. Guck an. Subjects Henry und Delilah. Selfish? Okay. Are you shitting me? What is it? There's a folder of reports here. What do they say? They're assessments about the two of us. There's stuff in here about Julia. Like what? Stuff I didn't tell you. This is... What does it say about me? You said there was one about me. And it looks like they've been following me around. What I do when I'm out hiking? Jesus! Henry, do you hear me? Since you and your boyfriend are still together. What? We're not. They're messing with us. Yeah, okay. They are. How do they even know who he is? How the hell does this... I'm so sick of letting these people do this to us. We should just burn the place down. Think about it. Delilah. That's insane. What? Think about it. I am, and I think it's insane. They'd be fucked. Yeah, and how about if that fire comes up the mountain? Or someone were to die in it? We call it in? We call it in? Yeah. Maybe. Good idea. Oh my god, Delilah, no.
No way. Well, maybe it's not the best idea. Yeah, it's definitely not the best idea. Oh, I'm so fucking wound up! Heftig, heftig, heftig. It's alright. I'm just gonna hike back. We have the wave receiver and tomorrow we can figure out what to do. Wenn ich denn hier lebend wieder rauskomme. Heftig, heftig. Was sagt denn das Ding? Okay, jetzt sagt es gar nichts mehr. Also es hat auf diese Blackbox anscheinend reagiert. Okay, was geht hier ab zum Teufel? Was sind das für komische, creepy Gestalten? Oh oh. Whoa. Oh shit. Das war die Brücke. The bridge collapsed climbing out of here and now it looks like there's smoke coming from the site. What the hell happened to you? It's definitely not the best idea. It wasn't me. What do we do? We just call it in like any other fire. And what about who started it? What about them? The person who started it? Yeah. We're talking about people watching us out here who are now burning the forest and everything in it around us. I don't know what to do about that. Except get the hell out. Yes, get us the hell out of here. I will. Okay, Tag 77. Junge, Junge, Junge. Tag 77 hatten wir doch schon, oder nicht? War das nicht ursprünglich schon Tag 77? Ich meine schon. The June Fire. Who is listening to us? Ah, diese Grafikfehler. Alter Schwede. Ich muss erstmal gerade gucken, was ich hier alles für Zettel hingehängt habe. Ach so, das sind diese ganzen Nachrichten, die ich bislang gefunden habe. Ah, ich hätte alle mitnehmen sollen, ehrlich. Ich habe die ersten Nachrichten, habe ich alle liegen lassen. Foto mit Julia. Das bin ich im Übrigen. Ich sehe wirklich aus wie Burt Reynolds. Genau, schmeiß weg. Ich will jetzt meinen Whisky trinken. Verdammte Hacke. Government-owned controlled area. Das glaube ich wohl auch. Na gut, also wir nehmen mal diesen Wave Receiver. Okay, hier drin ist, glaube ich, nichts. Junge, Junge, jetzt sind wir auch von Feuern umgeben hier. June Fire, wo ist das andere? This receiver just picked something up. Like a signal? It's going beep beep. Yeah, what could it be? I don't know. You gotta find out. Alright, I'm on my way now. You know what I just picked up? No. A fifth of Major Bueno tequila from the creek. Are you drunk? No! I'm getting drunk. Richtig so. Hey Dee, I don't want to harsh your vibe, but maybe, just maybe, that's a bad idea. Henry, Henry, Henry. What? You're harsh in my vibe. My thinking is I could stay up all night worried I'm gonna lose my job because of the side fire, or I could not worry and let the chips fall where they may. It's not like there's any proof we were down there. My thinking is I'm gonna follow this wave receiver. Duh. I like it when you think. No. Bye-bye. I'll just leave you alone with whatever these thoughts are. Okay, also ich muss diesen Lichtern folgen. Jetzt sind sie
ist das obere grün, das heißt, hier muss ich anscheinend hinlaufen. Und Delilah redet nicht mehr mit mir, weil ich sie diesmal, glaube ich, abgeschaltet habe. Also ich muss hier irgendwie runter. Vielleicht muss ich zu diesem komischen Wheel, ich weiß es nicht. Ich meine, das muss ja auch irgendeine Bedeutung haben, sonst wäre es ja nicht hier im Spiel. Nee, ich muss hier hin. Das heißt, ich bin jetzt, glaube ich, verkehrt gegangen. Okay. Strange Backpack. Wow. What the fuck? Okay. Ach, da ist der Schlüssel für die Höhle. Guck an. I found some sort of supply bag, light camping gear, some clothes, and basics, but it was alarmed. I think that's what was making the receiver go haywire. You're okay? It's not a trap or anything? Yeah, I'm fine. But there's also a set of keys here. I don't know why they'd be hidden out here. They say Shoshone National Forest, Cave 452. Is that the one in the canyon? Yeah, it is. Who the hell took them? Da ist der Typ schon wieder. Oder? Nee. Ich habe gerade nur meinen Mauspointer für die Taschenlampe gehalten. Ich werde schon total paranoid hier. Ja, well, it's hard to feel like you have the upper hand when you're standing in the dark in the middle of the woods. Oh. Well, you're back in your tower. Maybe you need a drink too. Ich habe noch Whisky. I'm not in my tower. I am looking at a man standing in your lookout. It's not you. It is not me. Oh my god, go. I'm going. Oh Mann, ey. Was geht hier ab? Ja, das war doch verkehrt, oder? Ah. Wo muss ich jetzt hin? Osten, Osten, Osten. Na, leg das Ding weg. Ach, jetzt habe ich keinen Kompass mehr, oder was? Das ist jetzt mein Kompass. Ach so, okay. Es ist ein digitaler Kompass. Verstehe. Where is my fucking lookout? Da ist er. Na, da bin ich ja mal gespannt. Hey, I got turned around. Is that person still there? No, he's gone. I'll call you when I get back. Oh Mann. Was zum Teufel geht hier ab? So habe ich mir diesen Job wirklich nicht vorgestellt. I don't see anyone up here. He was just there. Left a cassette player taped to my damn door. I don't even know what to say to that. Well, let's see what's on it. So viel zum Thema, das Radio ist jetzt abhörsicher. Okay. And it sounds like we were the ones who burned it down and that it was your idea. No. We are screwed. No. Dee, just don't freak out, okay? Don't freak out. Oh my god, what the fuck is happening, Henry? Ich hab keine Ahnung. Tag 78.
Junge, 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 was geht denn hier ab? Fucking losing it. Person breaking in on our conversation, everything. We gotta be honest and consistent. Yeah, I suppose you're right. I know. Huiuiuiuiui. Was geht denn hier ab? Wir haben doch eigentlich keinem was getan. Ich meine, das mit den Girls war ja nicht unsere Schuld, dass die irgendwie vermisst werden. Mann, Mann, Mann. Naja gut, okay, ich gehe also in diese Höhle. Das werde ich dann aber in meinem nächsten Teil machen. Puh, also das geht irgendwie ganz schön ab hier. Ich hoffe, ihr seid auch dann wieder dabei. Bis dahin, ciao.